Mathe in der Startklasse AB und zurzeit schon mich 150 Rücken, also eigentlich alle Rückenschwächen. Okay, was bedeutet Startklasse AB? Das bedeutet allgemein behindert, da fallen Behinderungen oder Einschränkungen rein, die nicht klassifizierbar sind, die vielleicht nicht körperlich sind. Okay, und was hast du genau? Ich habe eine Hörbehinderung. Ich trage auf dem linken Ohr ein Hörgerät und auf dem rechten Ohr bin ich fast ganz taub. Okay. Und ist das angeboren oder hat sich das im Laufe der Jahre entwickelt? Nein, das habe ich seit der Geburt. Es verändern sich ab und zu noch ein paar Werte, aber im Grunde genommen seit der Geburt. Wie kann man sich das jetzt beim Schwimmen vorstellen? Also wie hörst du denn jetzt den Startschuss zum Beispiel? Also solche Signale höre ich noch ziemlich gut. Falls das mal nicht der Fall sein sollte wegen Aufregung oder sonstigen Sachen, gibt es auch ein Lichtsignal. Es ist ziemlich schwer, das zu hören, sich darauf zu konzentrieren und dann wieder umzuschalten. Jetzt muss ich springen, jetzt muss ich schwimmen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Okay. Es gab mal ein Projekt in unserer Grundschule oder in meiner alten Grundschule. Und dort wurden Schwimmerklassen aufgemacht, die von den Trainern des Berliner Schwimmteams betreut wurden. Und dadurch hatten wir dann mehr Schwimmunterricht. Irgendwann ging es dann zum Nachmittagstraining und so bin ich dazu gekommen. Okay. Und bist glücklich mit der Entscheidung? Auf jeden Fall. Dunkel kann ich mich erinnern. Es ist auf jeden Fall sehr aufregend gewesen. Also vorher habe ich mir tatsächlich gar nicht so große Gedanken gemacht, weil ich gar nicht wusste, wie groß dieser Wettkampf ist. Aber als ich dann da war, war eine Riesenaufregung. Ich wusste gar nicht, wo ich hingehen soll, was ich machen soll, aber ich hatte dann die Trainer an der Seite und das ging dann alles ziemlich gut. Okay, das heißt, über die Jahre bist du dann jetzt auch selbstsicherer geworden? Oder auf jeden Fall kann bist man du immer noch aufgeregt? Auf jeden Fall kann man das so sagen. Natürlich ist man noch aufgeregt, weil es sind große Meisterschaften. Man tritt gegen Leute aus anderen Ländern an. Aber man wird sicherer mit der Zeit. Also man macht dann Dinge alleine, man weiß, wie man sich vorbereitet und das hilft einem. Auf jeden Fall alles mitnehmen, was ihr dort lernt, was ihr erlebt, viel Spaß haben und nicht traurig sein, wenn irgendwas nicht so ist, wie ihr es wolltet. Allein dahin zu kommen, ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Privileg und es wird auf jeden Fall besser. Ich bin in meiner Startklasse schon ein paar deutsche Rekorde geschwommen. Ich war letztes Jahr bei der Europameisterschaft der Gehörlosen in Berlin dabei. Bin dort Sechster und Siebter in meinen Strecken geworden, 50 und 100 Rücken. Ja, und habe schon deutsche Platzierungen bei den internationalen deutschen Meisterschaften errungen. Das bedeutet, dass die internationalen Meisterschaften für deine Startklasse sind nicht bei den normalen Paraschwimm-Meisterschaften mit inkludiert? Also ist das immer extra? Ja, es ist immer extra. Es ist für EM, WM und bei uns heißt es dann Deaflympics, nicht Paralympics, extra. Und dort starten dann nur Gehörlose, Taube, also alles, was mit dem Hören zu tun hat. Steht denn dieses Jahr für dich dort oder nächstes Jahr eine große Meisterschaft an? Dieses Jahr ist die Weltmeisterschaft der Gehörlosen in Sao Paulo und dort möchte ich mich natürlich jetzt noch bei der IGM qualifizieren und hoffe, dass ich da mitfahren kann. Okay. Und die Qualifikationszeit, ist das im Rahmen deiner Möglichkeiten oder ist das ein bisschen weit entfernt? Wie schätzt du dich ein? Die Zeiten an sich, die ich schwimmen muss, denke ich, liegen im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich werde mich jetzt darauf vorbereiten und wenn es klappen sollte, dann klappt es und wenn nicht, dann bereite ich mich auf die nächsten Spiele vor. Ich bin Pauline Opitz, ich starte bei der IGM 2019 und wir sehen uns dort.